Hallo und willkommen beim Filmgemeinse. Heute mit dem Film Der Mann von Del Rio. Im Original auch Man from Del Rio aus dem Jahr 1956. Und der kommt in einer Spielzeit von 83 Minuten daher. Ja, inhaltlich geht es um einen mexikanischen Desperado, nämlich Dave Robles. Der kommt in die Stadt Mesa, beziehungsweise wartet er dort schon auf einen Revolverhelden, nämlich Dan Ritchie. Und als der ankommt, wird er zum Duell gefordert und Dave geht dabei auch als Sieger hervor. Dieser Dan Ritchie, das war einer von vier Männern, die ihm wohl in der Vergangenheit Unrecht angetan haben. Es muss einen Vorfall gegeben haben, der im Film aber nicht weiter beleuchtet wird. Aber dafür, dass er jetzt nun diesen Ritchie niedergestreckt hat, dafür wird er vom örtlichen Saloonbesitzer Bannister recht hoch gefeiert, weil der kann so eine schnelle Waffe für seine neuen Pläne, die er da hat, eigentlich ganz gut brauchen. Er lädt ihn eben auch dann in den Saloon ein. Da kommen dann auch ein paar Haudegen von Bannister dazu, ebenfalls ein paar illustre Gesellen. Und da wird dann ja recht feuchtfröhlich gefeiert, auch ein bisschen rabiat, ein bisschen rumgehauen. Aber grundsätzlich fühlt sich da Dave eigentlich ganz gut aufgehoben. Irgendwie hat er da ja ein bisschen Draht dafür, für das Ganze. Und dann kommt noch dazu, dass er dann vorher noch die Krankenschwester Estella kennenlernt. Die gefällt ihm auch noch recht gut. Da hat er durchaus Interesse an der Dame. Und das sind schon zwei Gründe, warum er in nächster Zeit erstmal die Stadt Mesa eigentlich gar nicht vorhat zu verlassen. Aber es kommt dann zu einer Eskalation, denn die Leute ja von Bannister trinken dann doch recht viel und die kommen dann irgendwann auf die Idee, den örtlichen Sheriff aufzumischen. Und als sie dann auch noch versuchen, der Krankenschwester Estella eben Haarauf zu werden, da reicht es dann Dave. Und da schreitet er dann ein und stellt sich gegen die Männer von Bannister. Und ja, obwohl die Leute, also die Stadtbevölkerung ja eher fürchtet als Revolverhelden, aber dann würden sie ihnen dann plötzlich doch die Stelle, die jetzt nun offen ist, als Sheriff anbieten. Und das passt an Bannister überhaupt nicht, weil der hätte ihn ja lieber an seiner Seite und das ist ihm dann jetzt ein Dorn im Auge. Das passt natürlich so gar nicht. So, der ganze Film wurde inszeniert von Harry Horner. Das ist eigentlich ein Szenenbildner, der hat auch zwei Oscars erhalten, zum einen für Haie der Großstadt, das war einer der Filme, wo er tätig war, oder auch Die Erbin. Auch hier gab es einen Oscar für ihn. Der in Österreich-Ungarn geborene Szenenbildner und auch eben Regisseur hat in Wien studiert, eben auch Architektur. Und ja, der ist aber eigentlich eher als Szenenbildner tätig, war ein paar Mal hat er Regie geführt, aber dafür ist er jetzt nicht unbedingt bekannt. Es ist auch eher eine ungewöhnliche Wahl, gerade für das Genre Western, meines Erachtens nach hier. Und das Drehbuch stammt dann aus der Feder von Richard Carr. Ja, das ist jemand, der kommt eher aus dem TV-Segment. Der hat zum Beispiel sehr viele Drehbücher geschrieben für Serien wie Der 6-Millionen-Dollar-Mann oder Die Spur des Jim Sinnott. Ja, auch für einige andere rauchen die Colts mal hier und da und sowas. Also kein Unbekannter, was Serien angeht, aber auch eine ungewöhnliche Wahl, weil er eigentlich im Filmgenre nicht so tätig war. Der Film selbst ist erstmal ungewöhnlich und ja, besonders und äußerst geradlinig inszeniert. Der kommt wirklich ohne jegliche Schnörkel daher, er zieht sein Ding einfach durch. Also quasi genau das Futter, aus dem die klassischen B-Western dieser Zeit eben gemacht wurden. Und ja, aber er hat eben so diese eine Sache, die viele dieser B-Western irgendwie nicht haben, nämlich die tendenziell ungewöhnliche Wahl des Hauptdarstellers, nämlich Anthony Quinn. Und Quinn, der hier den mexikanischen Desperado spielen darf und damit ja auch irgendwie zu seinen Wurzeln zurückkehrt, denn obwohl viele Leute immer glauben, dass Anthony Quinn ein gebürtiger Krieger ist, ist der Mann ja eigentlich 1950 in 15 Chihuahua in Mexiko geboren und damit ja auch gebürtiger Mexikaner. Ich halte oder hielt Quinn eigentlich in Western immer für eine ungewöhnliche Wahl. Also so recht hat er mir irgendwie nie so in dieses Bild des Western-Darstellers so richtig reingepasst. Und aber er hat immerhin auf seiner ganzen Karriere für 19 Western, naja, vor der Kamera gestanden. Und das ist ja gar nicht mehr so wenig, muss ich ganz sagen. Und da denkt man doch gerne an solche Perlen zurück, wie zum Beispiel Warlock oder Der letzte Zug von Gern Hill oder Viva Zapata. Also,
Denn letztendlich hat Anthony Quinn in jedem dieser Filme eine richtig gute Figur gemacht und teils den Filmen auch ganz arg seinen Stempel aufgedrückt. Quinn ist, würde ich jetzt schon sagen, eigentlich das Herzstück des Films. Das ist quasi das, was den Film aus der breiten Masse jetzt hier heraushebt. Seine Figur, die ja relativ labil und heruntergekommen daherkommt, ist dann zwar immer wieder ein bisschen cleverer, als es den Anschein hat. Ich glaube, man könnte hier von so einer gewissen Bauernschleue sprechen. Natürlich kommen dann die Skills dazu, die er an seiner Waffe hat. Und würde jetzt sagen, es ist so eine Figur, die eigentlich eher aus der unteren Arbeiterschicht kommt. Und ja, und dann, dass er halt jetzt auch noch Mexikaner ist, da wird er halt von der Bevölkerung, von der Stadt Mesa eigentlich jetzt nicht wirklich akzeptiert. Man will zwar sein Können an der Waffe, aber die Person selber, die kommt halt nie in der Mitte an. Bedeutend ist hier im Film vor allem eine Szene, wenn es sogar nicht die bedeutendste Szene, würde ich mal sagen, im ganzen Film ist, in der Dave dann an einer Tanzveranstaltung der Stadt teilhaben will. Und da kommt es eben dann beim Einlass schon zu, ja, da wird er schon mal ganz schief angeschaut und dann muss er seine Waffen abgeben und den Hut muss er abgeben und ja gut, dann lassen sie ihn halt rein. Und das ist dann so wie so die klassische Szene, wie wenn jemand den Raum betritt und plötzlich die Musik aufhört zu spielen und alle ihn nur anstarren. Das passiert jetzt zwar im Film nicht so direkt, aber es wird ihm sehr schnell klar und es wird ihm auch vermittelt, dass er hier eigentlich nicht erwünscht ist. Und er gesellt sich dann draußen, direkt vor das Tanzlokal, diesen Versammlungsort des Tanzes. Und da ist dann auch der örtliche Stadttrinker Breezy. Und ja, mit dem feiert er dann, trinkt eine Flasche und dann tanzen halt die ein bisschen rum. Und weil sich dann Breezy auch noch davon macht, das ist dann, als dann dieser schwankende Dave, also Anthony Quinn, dann noch ein bisschen so alleine vor sich hin tanzt, vor dieser Halle, das ist, ich finde, eine sehr gewichtige Szene und so eigenwillig das klingen will, das ist auch ein sehr bewegender Moment, vielleicht der bewegendste Moment im ganzen Film. Ja, der Film bedient nicht nur unterschwellig das Thema Rassismus. Am Beispiel eben von Dave, dem Außenseiter, dem Mexikaner, naja, auch wenn er jetzt Sheriff ist und sich bessere Kleidung leisten kann, mit den edlen Zwirn, vielleicht noch einen Zylinder, das reicht halt nicht. Er ist zwar auch nur jemand, der mehr oder weniger seine Lebensverhältnisse verbessern will, der, naja, auch gerne das hätte, was sein Nächster eben auch hat, aber es wird ihm nicht vergönnt. Ähnlich gleichgestellt ist ihm eigentlich hier nur noch die Krankenschwester Estelle. Die wird gespielt von Katie Jurado. Die könnte man wiederum kennen aus Filmen wie 12 Uhr mittags, Die gebrochene Lanze, Der Besessene oder auch Geraubtes Gold, wo sie ebenfalls mitgespielt hat. Sie stellt quasi hier im Film den zweiten Dreh- und Angelpunkt, auch eins der das zweite Herzstück des Films da durch ihre Beziehung zu Dave. Und ja, sie ist auch Mexikanerin, ist auch nicht ganz vollwertig in der Mitte angekommen, auch wenn sie natürlich durch viele Jahre Anwesenheit wahrscheinlich ein bisschen mehr akzeptiert wird. Die Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Dave und Estelle, wird hier relativ mit Sorgfalt bedächtig eingeführt und das Ganze auch in einigen sehr schönen Szenen eigentlich ausgebreitet, würde ich sagen. Da ist man gut vorgegangen. Das ist deutlich mehr als eben diese ganzen Love Interest Geschichten in den meisten B-Western haben. Also muss ich sagen, da ist ein gewisses Können hier da gewesen. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen. Außerdem stimmt ja auch die Chemie, das ist wichtig zwischen Quinn und Girardo. Das ist immer das Wichtigste, gerade bei solchen Liebeleien. Dann haben wir noch Peter Whitney aus diesem schuftigen Saloon-Besitzer Bannister. Und den halte ich jetzt nicht unbedingt für eine Idealbesetzung im Film. Weil es wird ihm zwar schon irgendwie im Film vermittelt, dass er anscheinend mal ein blitzschneller Revolverheld war. So richtig glauben will man das aber nicht. Also er wirkt halt einfach überhaupt nicht so. Und ja, und dann kommen noch seine
großen, hehren Pläne, die er hat, um irgendwie die Stadt komplett umzukrempeln. Irgendwie ist er so ein Mekka für Desperados und Outlaws irgendwie da draus zu machen. Wie er das aber umsetzen will, das bleibt einem der Film dann schuldig. Also so die konkreten Pläne oder so gibt es eigentlich im Film nicht dazu. Er schildert da auch nichts. Also fand ich jetzt ein bisschen wenig, ein bisschen dürftig. Also die Figur habe ich ihm auch nicht abgenommen. Der restliche Nebencast ist eigentlich ganz ordentlich. Beispiel wäre hier mit Douglas Fowley als zynischen Doc Adams. Der gute Darsteller hat ja in 96 Western mitgespielt. Also das ist ein alter Haudegen. Und als besagter Stadttrunken Bold Breezy, den ich ja schon erwähnt habe, ne? Der wird gespielt von Whit Bissell. Der hat ja immerhin auf 55 Western geschafft. Also das sind alles bekannte Gesichter. Wenn ihr schon mal ein paar Western gesehen habt, dann kennt ihr die Leute. Netter Nebenfakt noch, beziehungsweise das könnte man als Patzer durchgehen lassen auch noch. Im Salon wird vom Pianospieler das Lied Lili Marleen gespielt. Das stammt aber eigentlich, also das Gedicht aus dem Jahr 1937, beziehungsweise das Musikstück dann eher so aus 38, 39. Es passt auf jeden Fall nicht irgendwie so richtig in den Western rein. Der Film hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. Ich habe ihn schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Das ist wirklich lang her. Und er kommt ja relativ, sag ich jetzt mal, er hat eine recht düstere, dunkle Grundstimmung, der Film. Und ich denke, der könnte durchaus hiermit auch Inspirationsquelle gewesen sein für Leute wie Leone oder Capucci, für ihre späteren Italo-Western. Also das Ambiente, die ganze Stimmung wird da wirklich gut passen. Es gibt ja noch mehr Western aus dem klassischen Westernzeit, die hier ein bisschen so Pioniersarbeit geleistet haben, aber da kommen wir in anderen Reviews noch dazu, da gibt es ja deutlichere Beispiele. Aber ich fand hier schon, ja, da könnte man sich vielleicht, ich glaube, dass die den Film gesehen haben. Also ich habe irgendwie den Eindruck. Ja, die Klasse des Films bestimmt hier eigentlich wirklich die Charakterdarstellung von den beiden Schauspielern Quinn und Jurado, die eben durch ihr bemerkenswertes Charakterspiel diesen Film einfach auf eine komplett neue Ebene hieven, weit über das eines normalen B-Westerns hinaus. Also das ist, da können auch jetzt ein paar negative Punkte rechts und links dem Ganzen keinen Abstrich mehr machen, dazu ist der Film dann doch zu gut. Also somit würde ich sagen, ich lege den Film euch allen und auch natürlich den Western-Freunden wirklich ans Herz mit 8 von 10 möglichen Punkten. Wenn ihr den Film noch nicht gekriegt kennt oder noch nie gesehen habt, ja, den solltet ihr mal anchecken. Das ist, glaube ich, dann schon wert. Verfügbarkeit, auch immer ein beliebtes Thema hier. Gegenwärtig im Streaming-Bereich, also zur Erstellung des Videos ist er im Streaming-Bereich nicht verfügbar in Deutschland. Ansonsten aber sowohl als Blu-ray als auch als DVD ist der Film für weit unter 10 Euro zu kriegen. Also da würde ich gleich auf diese Möglichkeit zurückgreifen, weil im Streaming zahlt sie auch schon ein paar Euro. Da habt ihr ja eigentlich im Prinzip auch gleich die Blu-ray gekauft. Die ist inzwischen mit HD neu abgetastet worden und ich muss ganz ehrlich sagen, Bild und Ton einwandfrei. Und mehr kann man aus so alten Materialien nicht mehr rausholen. Das ist das bestmögliche Resultat, da kommt nichts mehr. Also besser wird es nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich wünsche euch jetzt eigentlich schon mal eine gute Zeit. Schaut euch doch mal wieder einen netten Film an mit dem großen Anthony Quinn. Warum ja auch nicht? Einen von seinen 19 Western. Habt ihr doch ein bisschen Auswahl. So, würde mir sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und adios.